Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns! Schienenbarbecue! Das ist der Level, den wir jetzt in Angriff nehmen werden. Und irgendwie, außer dass es vielleicht eine Lorenfahrt ist, habe ich noch keine viel Ahnung, was uns da erwarten könnte. Der Vulkan-Level ist jedenfalls bislang die Vulkanwelt. Bislang jedenfalls eine Härte. Die Musik! Es ist Metroid Prime! Oh, es fällt runter. Jetzt verstehe ich das Ganze. Dann sollten wir uns vielleicht beeilen. Kann man das auspusten hier? Nee? Doch. Eben doch. Spektakulär. Ach nee, da unten war doch ein Fass. Das ist ärgerlich. Da bringe ich mich auch gerne selber um. Da unten war ein Fass. Ich verstehe auch, wie man da drankommen soll. Man soll nicht direkt ins Fass gehen, sondern selber da dran jumpen. Ich zeig's euch jetzt, was ich meine. Und jetzt unten ins Bonusfass. Das war zu erwarten. Die Musik passt irgendwie nicht ins Vulkanlevel. Irgendwie ein bisschen viel, hey. Wie soll man denn... Man darf sich nie verrückt machen wegen der Zeit, aber sie ist knapp. Das ist das Problem. Okay, Es hat noch geklappt. Dann bin ich aber froh. Das hätten wir schon mal. Und jetzt geht der Spaß jetzt richtig los. Oh Gott. Wenn das so hektisch hier abläuft. Ah, gut, wir haben es gut gemacht. Oh. Das war nicht so der Kracher. Ja, bei den Loren-Levels muss man halt immer erstmal gucken. Was kommt denn da eigentlich? Weil ich kann ja nicht alles auswendig wissen, ohne es jemals gespielt zu haben. Ich hoffe, das ist halbwegs nachvollziehbar. Auch wenn jetzt unten sich die Kommentare wieder häufen, wie scheiße ich da bin. Ach, Leute. Ich hab euch alle lieb. Nein, ah ja, Gott, und jetzt oben lang, das ist auch nicht so. Wir können auch auf den Schienen laufen, das verwundert mich ein bisschen. Seit wann kann man sowas? Aber egal. Wir können's, denn wir sind DK. Und wir sind getroffen. Aber das ist eh egal in diesem Level. So, komm. Ganz ruhig, jetzt kommt diese Stelle, wo ich absolut in die Lava fall. Sehr gut. Das Problem ist, wir sind ja jetzt nicht in der Lore drin, sondern wir hocken ja auf der Lore drauf. Das heißt, wir haben nicht die Kontrolle über die Lore, sondern nur über uns selbst. Das sind wirklich zwei sehr verschiedene Arten von Lorenfahrten, die es auch erst in diesem Donkey Kong Country Teil gibt. Ach, Leute. Da hätte sich aber trotzdem Diddy gut gemacht. Ich weiß auch nicht. Beim ersten Mal klappt's, aber beim anderen Mal nicht. Naja. Eigentlich soll's ja andersrum sein. Vielleicht lasse ich mich auch nur allzu nervös machen von diesem... von der ganzen Aufmachung hier. Vulkan. Letzte reguläre Welt. Ich bin mal gespannt. Ich wette, es wartet noch eine ganze Bonuswelt auf uns. So weit kann er nicht springen. Hey, aber warum will ich überhaupt dahin springen? Auf die Plattform reicht doch. Wir kriegen das hin. Ey, deswegen... Leute, natürlich, wir sind ja die Retro Studios, haben das ja gemacht. Den denselben Soundtrack benutzt wie Metroid Prime. Sehr gut. So, und jetzt mal zusammenreißen. Also, wie machen wir das? Geht doch auf keine Kuhhaut. Und auch auf keine Affenhaut. Jetzt reicht's mir aber selbst. Schnauze voll. Los jetzt. Wer weiß, wie schwer der Level noch wird. Abspringen.
Und jetzt. Wir müssen schon oben die Lore erreichen. Also ich will das Puzzleteil auf jeden Fall haben. Jetzt kommt schon wieder das Speicherschwein. Ich wurde ja auch schon oft... Mir wurde schon oft gesagt, ich soll das Schwein Speicherschwein nennen. Ich nenne es alte Sau. Jo. Hoffentlich ist das hier nicht so brutal. Ach komm, hey. Muss die Plattform auch noch sinken, auf der wir draufstehen? Natürlich muss sie das. Das ist ihr Job. Dafür wird sie bezahlt. Nächster Versuch. Das K gehört wie immer uns, aber die Dramatik nimmt kein Ende. Jetzt bin ich mal weit genug gesprungen. Wie soll man denn... Ach, das kriegen wir... Ich versuche als nach oben zu springen, aber ich kann nicht auf die Schienen drauflaufen. Ich muss sofort, nachdem ich das Fass überquert habe, in die Lore springen. Wie soll ich das denn schaffen? Wenn ich es nicht schaffe, jetzt, dann gehe ich einfach weiter und hole mir das Puzzleteil dann später beim Run 100% Run. Aber es freut mich dann natürlich, wenn ich schon Level gelöst habe. Ja. Wird ein sehr interessanter Part. Ihr dürft mir beiwohnen. Aber nein. Ich tue nicht einfach alles rauscutten und sagen, hey, ich hab's sofort geschafft. So. Achtung. Jawohl. Und jetzt unbekanntes Terrain. Ducken. Achtung. Wow, es hat geklappt. Das, ich war doch so weit und so gut. Das hat richtig geil geklappt. So will ich das jetzt wieder haben. Schade, dass man sofort stirbt. Wirklich sehr schade. Jetzt brauchen wir das eine Puzzleteil da auch nicht mehr. Da geht es schon viel einfacher. Moment. Aber das da. Das ist die sicherste Variante, um da hinzukommen. Ja. Diesmal wurde mir nur ein Herz abgezogen, aber da kann ich mich danach nicht mehr auf die Lore retten. Das wurde irgendwie im Super Nintendo Original eleganter gelöst. Da hat die Lore nämlich gewartet, bis die Du wurdest getroffen Sequenz vorbei war. Das ist schade eigentlich. Das macht das Spiel hier ein bisschen härter. In dem Vergleich. Ja. Jetzt habe ich schon nach rechts geguckt. Zu früh. Immer die Augen beim Spielgeschehen haben. Ich gebe nicht auf. Nennt mich Kampfsau oder nennt mich einfach nur Loser. Ich gebe nicht auf. Und ich habe nicht vor... Ich hätte fast das Fass erreicht. Ich habe aber nicht vor, diesen Super-Assistenten zu lösen. Wie gesagt, den habe ich schon mal gesehen im Saturn. Ohne Scheiß, ich habe den noch nie benutzt. Ich will es auch so lange wie möglich ohne ihn schaffen. Außerdem, ich will es ja zu 100% lösen, also muss ich eh alles allein schaffen. Da habe ich schon den gewissen Ehrgeiz, das zu erreichen. Oh, blind 100%. Warum kann ich nicht sofort ins Fass springen? Und da gehen die Leben hin. Falscher Ehrgeiz ist auch nicht immer gut. Aber noch liegt's im Rahmen. Ich wäre froh, wenn wir zumindest mal eine Sau erreichen würden. Also jetzt gibt's kein Vertun. Diesmal schaffe ich's. Sowieso. So, über den Feuertiki
Und der Rest haben wir vorhin auch ganz gut geschafft, deswegen. Warum nicht doch diesmal? Sogar den Buchstaben. Oh. Der Feuertiki, der tut uns bisher alles verhindern. Wir kriegen das hin. Aber wo sind die Checkpoints? Also vielleicht ein guter Grund, wie ihr hier vielleicht seht. Es gibt in dem Spiel ja 200%, aber da muss man das schaffen mit nur einem Herz und ohne Checkpoints und spiegelverkehrt und so weiter. Wie oft würde ich dann wohl hier sitzen? Und das will ich euch echt nicht antun. Vielleicht versteht ihr das ein bisschen. Einfach nur, weil es für euch zu langweilig ist. Ob ich selbst privat zocke und durchspiele, das wird sich zeigen. So, jetzt Achtung. Feuertiki, Feuertiki, Feuertiki. Gelöst. Das N. Kommt hier keine Speichersau. Und der nächste Feuertiki. Ich habe gedacht, wir können unter denen durch. Aber kommt denn da keine Speichersau? Jetzt mal ernsthaft. Wir waren schon beim N. Wir kriegen das hin, Leute. Natürlich. Alles halb so schlimm. Wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Auch wenn es da unten schon ein bisschen, ja, nicht desperate aussieht. So, Achtung. Ich brauche ein bisschen Konzentration. Die leidet, wenn ich ein bisschen rede und labere. Hm. Kein Problem. So, jetzt. Mann, oh Mann, oh Mann. Das gibt's doch nicht. Ich will's schaffen. In diesem Part. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe zu viel geträumt. Ich habe das Gefühl, das kann nicht klappen. Okay, es kann klappen. Jetzt. Jetzt und niemand. Niemals anders. Das O ist schon irgendwie schwer zu erreichen, aber ich erreiche es jedes Mal. Bei Feuertiki ist einfach springen. Außer bei denen. Wow. Das war so arschknapp. Schon wieder nicht geschafft, hey. Der scheiß Tiki. Nein. Ich krieg das hin, glaub mir. Es ist durchaus nicht einfach, Leute. Ja. Es tut mir leid. Wahrscheinlich ein langweiliger Part für euch. Okay, wahrscheinlich guckt jetzt eh keiner mehr zu inzwischen. Nur noch meine wahren Fans. Verdammt, also keiner. Nein, ich weiß, ich kenne euch doch. Ihr guckt euch sogar das an. Ja, man muss sagen, das Spiel ist sehr selten unfair. Man muss halt nur seine Skills ein bisschen trainieren, um das hinzukriegen. Es gibt in diesem Spiel, ja, in diesem Level wohl echt keine Speichersau. Okay, jetzt zusammenreißen. Ducken. Springen. Jetzt gleich geht's steil bergauf. Und dann brauchen wir das O. Und da aufzusteigen ist auch nicht so einfach. Den Tiki überspringen wir. Jetzt haben wir das N. Nächster Tiki überspringen. Und jetzt sind wir so weit wie noch nie. Eine Speichersau. Und damit bis zum nächsten Part. Bis dann und ciao.